Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Video. Heute mit einer Reaction und heute mit einer ganz besonderen Reaction. Linkin Park haben die 20 Jahre Jubiläumsedition von Hybrid Theory angekündigt, ihrem Debütalbum, was im Oktober 2000 erschienen ist. Und im Oktober 2020 kommt nun die besagte Anniversary Edition. Und im Zuge dessen werden auch einige unreleased Tracks released. Einige Demos, einige B-Sides, ja, also quasi Bonus-Tracks und also ne, B-Seiten, die Kassetten und Schallplatten, Hörer und Kenner kennen das noch. Und ein Song davon, also eine solche B-Seite, beziehungsweise ein solcher Unreleased-Track, nicht mal B-Seite, weil B-Seiten wurden ja released, ein Unreleased-Track, der wurde jetzt rausgehauen, der war bisher noch nicht hörbar quasi und der trägt den Namen Shikund. Wer mich kennt, der weiß, Linkin Park ist meine Lieblingsband, auch wenn ich mittlerweile im Progressive-Bereich unterwegs bin, ich teilweise auch im Jazz-Bereich tätig bin, wie ich es gerade mal sein muss. Linkin Park haben immer noch einen großen Platz in meinem Herzen übrig und sind eine der wichtigsten Bands in meiner menschlichen und musikalischen Entwicklung gewesen. Von daher ist das für mich heute etwas sehr Besonderes. Und ich bin sehr gespannt drauf. Wir haben ja auch schon Grey Days durchgenommen. Wir haben ja Immense durchgenommen. Wir haben ja auch schon in Podcasts über Linkin Park gesprochen. Gerade erst vor 2 Wochen über Reanimation, was 18 Jahre alt wurde. Was übrigens in dem Bundle oder in den vielen der Bundles, die jetzt dann zur 20 Jahre Anniversary Edition rauskommen, auch mit enthalten ist. Ist ja das Remix-Album gewesen von Hybrid Theory. Und wir haben jetzt hier den Song Shikund und den werden wir uns jetzt mal gönnen. Bevor das passiert, möchte ich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass meine Band Alternative Ways letzte Woche, also letzten Freitag, also genau heute vor einer Woche, ihre Debüt-EP rausgebracht hat mit dem Namen Astray. Es handelt sich dabei um 3 Songs aus dem instrumentalen Progressive-Bereich und ja, wenn ihr die nicht gehört haben solltet, checkt sie mal aus. Links in der Beschreibung zu Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play, Bandcamp, unser Instagram, unser Facebook. Leute, hört es euch an, gebt uns bitte Feedback. Das würde uns super freuen und verbreitet es in der Welt, shared es mit euren Freunden und eurer Familie, euren Haustieren, euren Goldfischen ganz besonders, die mögen solche Musik. Da würde ich mal sagen, wir legen auch direkt schon los, Shikund, 5 Minuten 6 lang, also eigentlich so für Hybrid Theory Verhältnisse wahrscheinlich der längste Song, also für anfängliche Verhältnisse, weil ich meine, dass auf Hybrid Theory kein Song 5 Minuten ging und ja, ich bin sehr gespannt, also soll wohl auch eine der ersten Demos, einer der ersten Songs gewesen sein, die mit Chester zusammen entstanden sind bei Linkin Park. Oder aufgenommen wurden zumindest. Ich bin sehr gespannt. Jetzt schon die Augen reiben. Sehr cool. Also die Gitarre erinnert mich schon sehr so ein bisschen an die Rap-Strophen von Forgotten. Das muss ich ja mal sagen, also schon mal sehr cool. Sehr cooler Drumbeat auch. Ich finde vor allem die Beats ganz geil. Also wirklich der Drumbeat, ich weiß nicht, ich habe gerade mitgezählt, also die Backbeats kommen auf die 2 und auf die entweder 4 und oder 4 und, also irgendwie die letzte 16. Das ist total geil. Das ist mega groovy. Und der Rap-Part auch wieder sehr, sehr cool. Gerade. Ja, die letzte 16. im 4. Takt, das ist voll geil. Alter.
gedoppelt hier. Wobei hier würde ich, also jetzt gerade ist ja die Stimme so ein bisschen gedoppelt auf dem linken, auf dem rechten Kopfhörer ist das bei mir gerade zumindest mal, also ich hab's richtig rum auf, ja. Auf dem rechten Ohr ist Jesters hohe Harmonie und links die Tiefe. Jetzt vielleicht fast schon so gemacht, die Tiefe in die Mitte zu packen und die und hohe, also quasi zwei hohe jeweils nach außen. Aber das ist auch legitim. Also klingt auf jeden Fall cool. Aber es wäre jetzt nur mal so ein ja, meinem Feeling her vielleicht. Aber gut, ich meine, ne, ist ja alles noch relativ alter Kram. Auf Samples. Diese hohen Töne, die so reingefadet wurden, ob das gerade Volume Swells von der Gitarre waren oder ob das einfach irgendwelche, sag mal, getriggerten Sounds waren, also quasi irgendwelche Samples, halt irgendwas, was auf dem Keyboard quasi angespielt wird oder irgendwas synthetisch erzeugtes, künstlich digitales. Ihr wisst, was ich meine, halt keine Gitarre. Das ist so chillig. Total geil. Boah. Mega. So ein Part, der richtig modern klingt. Also das hätte auch zum Beispiel irgendwas auf einem der letzten Alben sein können. Das hätte auf Living Things drauf sein können. Irgendwie gerade dieser Part so ein bisschen natürlich mit etwas aufgefrischteren Sounds. Selbst irgendwie auf One More Light hätte das drauf sein können. So dieser Part. Und ich glaube, wenn das heutzutage rausgekommen wäre als neu gemachter Song, hätten einige Leute da echt gegen gebasht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da es von Hybrid Theory Zeiten kommt, ist es legitim, wahrscheinlich für einige Fans. Also ich bin ja sowieso niemand, der diesen Old Linkin Park, New Linkin Park Vergleich zieht und die neuen Sachen irgendwie, ja, ich sag mal, negativ bewertet, weil es die neuen Sachen sind und weil es experimenteller wurde und weil es anders wurde. Ich mag alle Sachen von Linkin Park, weil es Linkin Park ist und ich die Musik, die musikalischen Fähigkeiten dahinter und die Personen dahinter schätze, dafür, was sie machen und was sie in ihrer Musik ausdrücken. Und mir ist es vollkommen egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, denen es nicht egal ist, welches Album gerade läuft oder aus welchem Jahr, in welchem Stil das ist, dass es denen vielleicht sogar, wenn ich vielleicht sagen, so ja, aber es ist ja Hybrid Theory Zeit, da waren sie ja noch cool. So. Die haben damals schon solche Sachen gemacht. Auch dieses Sample zwischendrin, das ist ein bisschen wie ein Reanimation-Vibe, finde ich mega.
Alter. Total geil. Generell, also alles hier dran ist es gerade total der Flashback so für mich. Wenn ich diese alten Fotos sehe von diesen Hybrid Theory Zeiten, erinnert mich das immer so an auch so meine frühe Jugend und sowas, als ich da halt von Linkin Park wirklich alles in mir aufgesogen habe, was es irgendwie zu sehen gab, entweder online, auf YouTube, irgendwelche alten Videos und Konzerte oder auch so die DVDs, wie zum Beispiel Frat Party and Pancake Festival und sowas, die ganzen Behind-the-Scenes, Funny Moments Sachen, den ganzen Kram und alles, das kommt gerade alles wieder so in mir zurück, das ist total krass einfach nur. Und die ganze Musik natürlich auch. Hybrid Theory, Reanimation habe ich auch unfassbar viel gehört. Die Hybrid Theory EP, selbst die Xero EP damals, also die habe ich natürlich mitbekommen, da gab es mich noch gar nicht. Erst ein paar Jahre später. Aber die habe ich mir auch reingezogen und habe es auch gefeiert. Habe ich sogar noch auf dem Handy. Also das sind so Sachen, natürlich Audioqualität, ranzig as fuck, aber trotzdem einfach der Vibe ist einfach geil. Und ich finde, dieser Song hat einfach so einen geilen Vibe. Also das passt so gar nicht zu Hybrid Theory. Und genau deswegen hat es mich gerade so umgehauen. Ich dachte so, okay, da kommt irgendwas mit bisschen so Gitarre und da kommen so ein paar Samples vielleicht so ein bisschen so und so die programmierten Drums oder auch richtige Drums, alles, was so ein bisschen in Hybrid Theory-Style reinspielt. Und da ist auch einiges davon dabei. Also auch gerade, wenn ich mir Mikes Rap anhöre, auch wenn es nur ganz minimalistisch ist, er sagt ja eigentlich nur hier, what you think you did wrong oder irgendwie sowas, dieser Satz. Ich habe mir jetzt gerade nicht mehr ganz im Ohr. Dieser Filter auf seiner Stimme, der auch seinen Sound früher so bestimmt hat. Ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mir darüber nachgedacht, habe mal versucht herauszufinden, was es ist, warum Mike auf den neueren Alben immer so anders klingt als auf den alten. Er hat teilweise so ein bisschen mehr Ausdruck in seinem Rap, also er hat eine größere Dynamik, also im Sinne von, ob er jetzt wirklich kraftvoll rappt oder so ein bisschen zurückhaltender oder halt wirklich so ein bisschen mehr aus sich rausgeht. Das hat er früher, glaube ich, nicht so gemacht. Da war er eher so ein bisschen monotoner, was aber auch geil ist. Und er hat immer diesen leichten Filter auf der Stimme. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, müsste so ein leichter Low-Cut sein, der vielleicht ein bisschen höher gesetzt ist, so dass es so ein bisschen klingt, als wäre er so eine Radiostimme oder so ein bisschen aus dem Telefon. Aber nicht so ganz so krass, sondern na, so ein bisschen vielleicht den Grundtonbereich so leicht abgedämpft. Dass es halt so ein bisschen klinischer klingt, so ein bisschen steriler. Und das ist eigentlich ein total geiler Sound. Das passt in diesen Sound auch von Hybrid Theory immer so unfassbar gut rein. Und gerade in dem Song ist mir wieder aufgefallen. Finde ich mega cool. Ich kann es nicht genau festmachen, was es jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall erkennbar, dass es der Sound von ihm und seiner Stimme aus der Zeit ist. Und das lässt auch ganz klar durchblicken, dass er diesen Sound so designt hat. Weil ich nehme mal an, dass er hier auf wie eigentlich immer auch in der Produktion seine Finger mit drin hatte. Also entsprechend. genau, wie gesagt, was ich sehr cool finde an dem Song ist der Drum Groove, dass da immer alle paar Takte mal, manchmal mehr, manchmal weniger. Also manchmal waren es alle zwei Takte, manchmal war es, glaube ich, jeder Takt sogar. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, die Backbeats, wie gesagt, also der zweite Backbeat hinten auf die 4 also die letzte 16. Zählzeit im Takt geschoben ist. Das macht einen total coolen Rhythmus, der halt ja, dieses nicht mal Laid-Back-Feeling, weil Laid-Back wäre ja eigentlich nur im Timing etwas hinterher zu hinken quasi, aber das ist ja wirklich verschoben um eine 16. Beziehungsweise um anderthalb Achtel, weil normalerweise würde der Backbeat auf der 4 kommen. Egal, jedenfalls ist halt ein total geiles Feeling, weil du würdest den Beat auf der 4 erwarten, aber er kommt später. Das ist halt total geil. Finde ich mega. Die Gitarre, wie gesagt, sehr an Forgotten erinnert. An diese ne, Rap-Strophen am Anfang noch, gegen Ende. Also das Feeling vom Song hat sich immer mehr so ein bisschen auch so in Richtung Mai, December entwickelt. Das ist auch so ein bisschen diesen Charakter. So. Also noch ein bisschen grooviger, noch ein bisschen geschmückter instrumental gesehen. Und natürlich auch mit so einem etwas Hip-Hop-mäßigeren Vibe, weil natürlich der Beat und die Samples dabei waren, das Scratch so ein bisschen und der Bass auch deutlich präsenter. My December ist ja sehr minimalistisch, was auch gut so ist, aber da ist ja auch so ein bisschen Rap dabei, also so, ne, ganz, ganz sachte quasi so reingelegt und war auch Chester so ein bisschen im Fokus und das gleicht sich da schon so, nähert sich da schon so ein bisschen an diesen Vibe und ja. Mehr kann ich jetzt eigentlich fast schon nicht sagen, außer dass es ein geiler Song ist. Und ich glaube, ich werde den in nächster Zeit oft hören, weil der hat so einen einzigartigen Vibe, finde ich, für
die Verhältnisse, wo der Song musikalisch und zeitlich einzuordnen ist. Also musikalisch im Sinne von auf welchem Album. Zeitlich ist ja auch eigentlich auf welchem Album. Also eigentlich habe ich gerade. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Song haltet. Würde mich sehr interessieren. Lasst mir ein Like da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Channel, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr es verpasst. Wir sind auf der Road to 2000 Abonnenten. Wenn wir die den Monat noch voll kriegen, wäre das natürlich äußerst dufte. Also haltet euch mal ein bisschen ran, das würde mich sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, folgt der Radio Rockshop Playlist in der Beschreibung. Das ist meine Spotify Playlist, die jeden Samstagabend im Livestream erneuert wird. Livestream ist immer Samstag 19 Uhr auf Twitch und am Montag um 20 Uhr auf Twitch. Genau, mehr kann ich fast schon nicht sagen. Wenn ihr mich jetzt auch supporten möchtet, findet ihr da oben noch meinen Link zu meinem Patreon-Account. Da könnt ihr mir ein bisschen was da lassen, wenn ihr Bock habt. Dann kriegt ihr dafür noch extra Bonus-Content. Genau, ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Haut rein. Linkin Park, Metal Off. Ich bin raus. Leute, ciao. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.